Hey Leute, ich möchte euch mitnehmen auf eine Tour über die Zukunft, das Tiny Float und wie es aktuell gerade aussieht. Denn in den letzten Wochen haben wir hier bei Open Island weitergebaut und das Ding ist gewachsen. Joy, was machst du da? Möchtest du uns über die Zukunft erzählen? Und was ist das da für ein neues Kabuff eigentlich? Ja, das hier oben ist der Steuerstand. Mhm. Das ist ja ein Motorkatamaran dann mit einer Anmeldung. Das heißt, man braucht einen Steuerstand mit Rundumblick, dass man das Boot auch sicher steuern kann. Und wir haben jetzt hier so einen versenkbaren Führerstand hier oben gebaut, sodass wir eben auch unter Brücken runterkommen können. Wow, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Könnte ich auch so ein Boot fahren? Ja, bis 15 PS darf das jeder fahren. Aber wir brauchen hier ein bisschen mehr Motorisierung. Komm, ich zeig dir mal, wir haben jetzt die gesamte Fläche schon mal ausgelegt. Aha. Das heißt, es sind die Paletten, die dann auf die Schwimmkörper draufkommen, ne? Und die sind aber noch nicht da, die Schwimmkörper. Die Schwimmkörper sind bestellt, 10 Meter Alu-Pontons auf beiden Seiten. Und ja, die Paletten sind jetzt erstmal pro forma, damit wir einen Überblick haben, wie das Ganze aussieht und dass wir auch mit dem Raum arbeiten können. Und dass man sich das auch vorstellen kann, wie es dann in Realität einmal aussehen wird. Genau. Also hier kann ich mir sehr gut vorstellen, einen lauen Sommerabend auf der Spree zu verbringen zum Beispiel. Ja, oder Flusskonzerte. So, das ist eine schöne Bühne jetzt. So, da kann man direkt das Ufer bespielen. Mhm. Und wir haben ja auch, wir müssen ja auch die in Kreisläufen denken und deswegen haben wir jetzt gesagt, die Toilette bauen wir hier direkt ans Vorderdeck. Mhm. Die haben wir da mal angedeutet und dann können wir hier auch die Kläranlage noch mit Pflanzen und einem Kiesbett, so wird hier so eine Kaskade runtergehen. Wow, das ist ja echt toll. Lass uns mal reinschauen. Wir suchen aktuell Leute, die uns beim Zuendebauen dieses Prototypen hier helfen. Das heißt, ein paar Dinge müssen noch getan werden, aber ein paar Formate kann man jetzt schon durchführen. Ja, willkommen hier an Bord. 18 Quadratmeter ist das groß hier, dieses sechseckige Tiny Float. Und wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, was für Veranstaltungen. Genau, also wir haben hier Beamer, wir können hier Coworking, wir können Seminare, Online-Konferenzen durchführen und wir haben sogar einen Greenscreen für Videoproduktion. Genau. Ein Multimedia-Studio soll das werden, dass man hier produzieren kann. Arbeitsgruppen können sich hier treffen für Kultur und Nachhaltigkeit. Und Inseldinner ist natürlich ein ganz spannendes Format. Ja, also wir fangen jetzt schon an und ab Frühjahr gibt es mehr oder weniger mindestens einmal im Monat einen Tag der offenen Tür oder der offenen Community, wo man vorbeikommen und einander kennenlernen kann, um dann zu schauen, ob und wie man Lust hätte, sich einzubringen beim Bauen oder beim Bespielen, um Teil zu sein des Programms. Genau, wir haben das Projekt, das ist ja ein großes Projekt und wir würden das gerne mit möglichst vielen verschiedenen Leuten verschiedener Herkunft, verschiedener Fachbereiche, verschiedenen Alters aufbauen im soziokratischen Modus, also mit verschiedenen Arbeitsgruppen und Gestaltungsgruppen, die sich dann koordinieren, sodass das Ganze dann insgesamt zusammenläuft. Und wir dieses Hannoversche Kulturhauptstadtprojekt Reclaiming Mittelland als kooperatives Projekt jetzt starten. Also, kommt vorbei, ihr seid herzlich willkommen, auch einmal die Zukunft anzuschauen und euch irgendwie mit einzubringen. Für jeden und jede Idee ist hier Platz. Genau, die Termine für das nächste Inseldinner und auch die Inselsprechstunde sind dann wahrscheinlich bei YouTube hier unten verlinkt. Und kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Ahoi!